Und wir kommen zu einer politischen Keynote. Und jetzt freue ich mich auf Klaus Holoschek. Er ist Staatsminister für Gesundheit und Pflege in Bayern und hält aktuell den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz inne. Und er setzt sich im Rahmen der Corona-Pandemie ein dafür, dass wir Daten verfügbarer machen und besser nutzen können für das Pandemie-Management. Und ich freue mich jetzt auf seine Keynote. Sehr geehrte Damen und Herren, die Digitalisierung ist ein Megatrend. Wir erleben während der Pandemie, wie mit digitalen Angeboten die Versorgung aufrechterhalten werden kann. Ein Beispiel: die Telemedizin. Engmaschige Betreuung von Patientinnen und Patienten ist somit auch von zu Hause möglich. Die Zahl der digitalen Sprechstunden hat sich 2020 um das 900-fache auf fast 2,7 Millionen erhöht. Die Digitalisierung bietet viele Chancen, gerade auch für Gesundheit und Pflege. Das Ziel ist dabei, den medizinischen Fortschritt bestmöglich zum Wohl der Patienten zu nutzen, eine bessere Versorgungsqualität zu erhalten, mehr Versorgungssicherheit, gerade auch für die ländlichen Regionen, Entbürokratisierung und natürlich Forschung ermöglichen. Klar ist dabei, die Digitalisierung ist kein Mehrwert an sich, also keine Technik um der bloßen Technik willen. Im Mittelpunkt muss zwingend der Mensch mit seinen Bedürfnissen stehen. Die digitalen Instrumente sind dabei ein Werkzeug. Unser Haus fördert entsprechende Pilotprojekte in Bayern. Ziel ist es dabei vor allem, Abläufe zu vereinfachen. Wir haben bundesweit seit Januar 2021 die elektronische Patientenakte. Die soll eine schnelle Verfügbarkeit von Daten im Notfall garantieren, eine bessere Behandlung und Vermeidung von Doppeluntersuchungen und letztlich ein prima Instrument sein für den Menschen. Leider wird die elektronische Patientenakte bisher wenig genutzt. Ich befürworte daher den Wechsel von aktiver Zustimmung bei Nutzung der elektronischen Patientenakte hin zur Widerspruchslösung, dem sogenannten Opt-out-Modell. Denn das beste Werkzeug nützt nichts, wenn es ungenutzt herumliegt. Das Ministerium setzt sich außerdem dafür ein, dass auch forschende Pharmaunternehmen Zugang zu Daten des Forschungsdatenzentrums erhalten und die Datenspende im Rahmen der elektronischen Patientenakte möglichst bald umgesetzt wird. Wir wollen Bayern stark bei der Gesundheitsversorgung aufstellen und Forschung am Standort ermöglichen. Ich bin felsenfest überzeugt, die Sammlung gesundheitsrelevanter Daten und die Datenauswertung eröffnen ungeheure Chancen. Die dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Ich versichere Ihnen, wir werden uns konsequent dafür einsetzen, dass die digitale Innovation vorangetrieben wird. Klar ist, wenn wir Digitalisierung zum Wohle der Menschen nutzen, können wir Lebenssituationen vieler Patientinnen und Patienten verbessern. Genau darum geht es. Ich wünsche Ihnen nunmehr eine interessante Konferenz, viele neue Erkenntnisse und natürlich auch eine erfolgreiche Vernetzung. Vielen herzlichen Dank, Herr Holoschek, für diese politische Keynote.